Teil 10 Tantra Eintauchen in die absolute Liebe Daniel Odier. Die Nacht darauf schlief ich nicht in meiner Hütte, wie ich gehofft hatte. Devi sagte mir, dass ich mich am Nachmittag ausruhen sollte. Nach dem Abendessen führte sie mich zu dem Felsvorsprung über dem Fluss. An dieser Stelle wirst du meditieren. Im Stehen, mit den Füßen an der Felskante. Sieh nicht hinunter auf den Fluss. Halte die Augen geöffnet und richte deinen Blick geradeaus auf den Raum vor dir. Wenn du nicht mehr stehen kannst, meditierst du sitzend und mit überkreuzten Beinen weiter. Wenn dich die Müdigkeit überkommt, legst du dich ausgestreckt auf den Rücken und führst die Entspannungsübung aus, die wir als Ruhe des Sarangi bezeichnen. Wenn ein Musiker sein Instrument einpackt, entspannt er nacheinander alle Saiten. Stell dir also vor, dass jeder deiner Muskeln eine Saite ist, dass die Wirbel der Instrumente an jedem deiner Gelenke festgemacht sind. Entspanne deine Muskeln, bei den Füßen angefangen, der Reihe nach und indem du sie zur Erde hin absinken lässt. Und so machst du weiter, gehst höher bis zu den Knien, zu den Hüften, den Rippen, den Schlüsselbeinen, den Handgelenken, Ellbogen, Schultern, Schläfen und schließlich zur Schädeldecke. Wenn dein ganzer Körper entspannt ist, konzentrierst du dich auf die Atmung und ruhst vollständig aus. Danach wiederholst du den Vorgang mit umgekehrtem Vorzeichen. Doch ohne die Saiten zu überdehnen und das Instrument zu ermüden. Nach dieser Übung hast du deine gesamte Energie wieder erlangt. Eine Sekunde lang sah ich in die Tiefe hinunter. Der Felsen war zwar nicht viel höher als 10 Meter, bot aber eine Vielzahl an Möglichkeiten, sich die Knochen zu brechen. Nackt und noch immer mit Asche bedeckt, fragte ich mich, wie ich am Rande der Leere in diesen drei Positionen durchhalten konnte. Später, als Devi gegangen war, hörte ich sie noch singen, wie sie es häufig tat, wenn es Abend wurde. Zu Anfang kam mir das alles nicht einmal so schwierig vor. Als es aber tief dunkel war, verwandelte sich der leere, dröhnende Raum unter mir in einen gähnenden Abgrund. Ich wollte schon ein paar Schritte zurückweichen, mich entspannen, durchatmen und die zweite Position einnehmen. Doch Devi hatte mir erklärt, dass ich, solange es eben ging, ausharren musste.
In diesem Augenblick tauchte vor meinem inneren Auge die Leiche des Mannes wieder auf, den man im Fluss gefunden hatte. Ich wusste nicht, inwieweit Rahm bei der Wahrheit geblieben war. Und letztlich konnte ich mir auch nicht vorstellen, dass Devi den Tod eines Menschen verursacht haben könnte. Gewiss hatte es sich dabei um einen Unfall gehandelt, für den man sie verantwortlich machte. Und ob es ein Eremit war, ließ sich auch nicht mit Sicherheit sagen. Stunde um Stunde verging. Meine Wachsamkeit ließ allmählich nach. Es fiel mir ungeheuer schwer, mich nicht zu bewegen. Alles tat mir weh. Meine Beine zitterten und das unaufhörliche Tosen des Wasserfalls wirkte auf mich wie eine Hypnose. Ich versuchte, mich auf die Atmung zu konzentrieren. Doch dann, mitten in der Nacht, spürte ich eine Hand auf meinem Rücken, zwischen den Schulterblättern. Es kostete mich eine enorme Kraft, mich umzudrehen, mich nicht zu Boden zu werfen. Einmal mehr lieferte mir mein Geist ein ganzes Drehbuch an Schreckensbildern. Aber die Hand blieb. Das eine Mal versuchte sie, mich sacht nach vorn zu schieben, aber ich leistete Widerstand. Dann wieder zog sie sich zurück, berührte mich nicht mehr. War es Devi oder meine Einbildung? Wenn es Devi war, dann wusste sie von meiner Angst und von der Existenz der Leiche im Fluss. Am nächsten Tag wirkten die Sonne und die milde Luft beruhigend auf mich. Alles schien wie weggeblasen und ich praktizierte meine drei Übungen im vorgeschriebenen Wechsel. Als ich entdeckte, dass Devi mir einen Krug mit Wasser hingestellt hatte, trank ich mit Hochgenuss. An die Fastentage und ihre reinigende Wirkung auf meinen Körper hatte ich mich inzwischen gewöhnt. Mit Erstaunen bemerkte ich, in welch hohem Maß mir die Entspannungsübung des Sarangi neue Energien schenkte und dass mich beim Meditieren in sitzender Haltung ein Wärmegefühl durchzog, als hätte ich ein Kohlenfeuer im Bauch. Am Abend aber, als ich wieder aufrecht am Rande des Abgrunds stand, wurde mir klar, dass mein Geist nur mit Mühe die Woge morbider Gedanken bewältigen konnte, die ihn erneut überschwemmte. Einmal gegen Ende der zweiten Nacht war ich fest davon überzeugt, dass Devi mich umbringen wollte. Wie naiv ich als Westeuropäer doch war. Ich wütete gegen mich selbst. Das Ganze hier schien mir plötzlich absurd. Ich war nervlich am Ende. Zu meiner Hütte hatte ich es nicht weit. Ich fühlte mich versucht, hinunterzulaufen, meine Sachen zu packen und für immer diese Frau zu verlassen, hinter deren Verführungskraft sich vielleicht blanker Wahnsinn verbarg. Oder auch nur der krankhafte Hang, einen Menschen zu manipulieren. In diesen langen Stunden trug ich alles zusammen, Stück für Stück, was mir in diesem Augenblick als absurd und irrsinnig erschien. Fast war ich selbst überrascht, mich ein donnerndes Nein in die Nacht schreien zu hören. Ich weigerte mich, das Spielzeug einer Frau zu sein, die in ihrer langen Einsamkeit den Verstand verloren hatte. Wohin sollte mich das alles noch führen? Steckte nicht hinter ihrer Forderung,
ihren Befehlen unbedingten Gehorsam zu leisten, auch eine Art Drohung? Ich riskierte viel, wenn ich ging. Vielleicht aber riskierte ich weit mehr, wenn ich blieb. Ich dachte an meinen Freund Ram, an seine aufrichtige Zuneigung, seinen wiederholten Versuch, mich zu warnen. Viel mehr brauchte ich nicht, um den Irrsinn in Devis Augen, die heraushängende Zunge, die Blutflecken auf ihrem Körper leibhaftig vor mir zu sehen. Doch als ich an diesem Punkt angekommen war, schien es mir doch besser, mich auf dem Boden auszustrecken und zu entspannen. Dann muss ich wohl eine oder zwei Stunden geschlafen haben. Als ich aufgewacht war, stellte ich mich wieder an den Rand des Abgrunds. Im Lauf zweier Nächte hatte sich mein Vorrat an Wahnvorstellungen allmählich erschöpft. Und am Morgen nach der dritten Nacht stand ich wieder am Felsvorsprung, aufrecht und lebendig. Diesmal hatte ich jeden Widerstand aufgegeben. Und als die Hand mich energetisch vorwärts schob, überließ ich mich meinem Schicksal. Mein nahes Ende und den Sturz in die Tiefe schon vor Augen, fand beides gleichwohl nicht statt. Devi riss mich mit fester Hand zurück. Und wie zuvor schloss sie mich in ihre Arme. Ich hatte den Eindruck, als trüge jeder meiner Prüfungen dazu bei, ein unzerreißbares Band zwischen uns zu knüpfen. Diesmal gingen die Nerven mit mir durch. Ich wusste nicht einmal, weshalb ich heulte. Aber ich hatte die Gewissheit, dass diese Sturzflut von Tränen, die aus mir herausbrach, von sehr weit her kam. Danach genoss ich das Anrecht auf ein vorzügliches Reisgericht und eine Ruhepause, die mir köstlicher denn je erschien. Mehrere Male wurde ich wach und schlug die Augen auf, voller Staunen, da zu sein, in dieser Ruhe und Abgeschiedenheit, voller Freude, die Geräusche des Waldes zu vernehmen. Wie betäubt von diesem tiefen Glück, das mir der kleinste Anlass verschaffte, schlief ich immer wieder in einem Gefühl der Seligkeit ein, das sich mit jedem Akt des Bewusstwerdens noch zu steigern schien. Ich hatte es mir nach Devis Anordnung zur Gewohnheit gemacht, mit angezogenen Beinen in der offenen, zu diesem Zweck erweiterten Herdstelle zu schlafen, mich nackt auf die lauwarme Asche zu legen. In der darauffolgenden Nacht strich auch Devi sich den Körper mit Asche ein. Die schmale Sichel des Mondes stieg am Himmel auf. Devi nahm mich bei der Hand und führte mich zur Mitte des Terrains vor unseren Hütten. Hör der Nacht zu, der Musik der Sterne, dem Gesang des Raumes. Sie breitete die Arme aus und begann sehr langsam zu tanzen. Sie drehte sich um sich selbst
und bewegte die Arme wie ein großer Vogel, der eben davonfliegen will. Shiva ist der Gott des Tanzes. Ehre ihn bis zur Erschöpfung. Und wenn du zu Boden fällst, sei ein Ganzes und transzendiere die Dualität. Wie Devi drehte auch ich mich um mich selbst und ich fühlte, je länger ich tanzte, wie meine Arme sich schwirrend und wie Vögel flatternd in den Raum einschrieben. Nie zuvor hatte ich eine solche Lebendigkeit, ein solches Vibrieren gespürt. Es stieg von den Beinen auf und erfasste den ganzen Körper bis zu den Haaren, die sich mit einem Kribbeln der Kopfhaut aufzustellen schienen. Ein intensives Summen umgab meine Augen, meinen Mund, meine Ohren und jeder Millimeter meiner Haut tanzte mit der Nacht. Ich fühlte mich von einem unbezwingbaren Glücksgefühl erfasst. Und meine Freude brach sich in einem lauten Lachen Bahn. Je schneller ich mich drehte, desto lauter wurde mein Lachen. Ich trank den Raum, die Trunkenheit, am Leben zu sein, machte mich fast benommen. Die Sterne begannen, wie auf einer kosmischen Drehscheibe im Gleichmaß zu kreisen. Auch Devi lachte. Manchmal kam sie mir tanzend so nah, dass sie mich mit ihrem ganzen Körper streifte. Mein Penis richtete sich auf. Beim Tanzen fühlte ich ihn so fest in mir verankert, als reichte er bis weit hinter das Schambein zurück. Ich fühlte mich wie eine jener hithi-phallischen Shiva-Skulpturen. Wir wirbelten im Kreis herum, wie nackte Derwische, rissen Erde und Himmel mit uns fort. Manchmal sang Devi, manchmal lauschte sie auch nur der Musik, die aus dem gesamten Kosmos zu erklingen schien. Mit Erstaunen stellte ich fest, dass meine Erektionen keine sexuellen Wünsche in mir weckten. Es war, als streckte sich mein Penis wie selbstverständlich aus, um an unserem Tanz teilzunehmen. Die gewohnten Mechanismen schienen außer Kraft zu sein. Ich entdeckte ganz einfach die Freude eines Körpers, der sich dem Raum, der Nacht, dem Göttlichen erschloss. Drei Nächte lang haben wir uns gedreht, spielend, lachend, zuweilen auch dem Schweigen der Sterne hingegeben, um uns am Morgen in glückselige Erschöpfung auf der Erde fallen zu lassen. Devi erzählte mir, dass ihr Meister sie zu Fuß durchs Gebirge geschickt und sie bis zu jenem Grad der Erschöpfung hatte wandern lassen, wo man nur noch stürzen kann, im Augenblick des Sturzes aber die Wurzel der Dualität loszulassen vermag. Die Nacht darauf empfing ich in Devis Hütte meine erste Initiation. Devi machte Feuer. Wir tauschten Blütenketten aus, die ich aus Wildblumen gewunden hatte
und begaben uns in die tiefe Meditation des Samadhi. Devi führte die direkte Übertragung von Herz zu Herz aus, die mich in einen Zustand höchster Vibration versetzte. Als sie mir ihre Hand auf den Kopf legte, fühlte ich mich von strahlender Helligkeit durchdrungen. Langsam ließ sie mich aus diesem Zustand wieder zu mir kommen und sagte mit einer sehr leisen, fast flüsternden Stimme: Die erste Initiation entspricht dem Geschenk, das du mir mit deinem neuen, in dir entstehenden Leben machst. Durch mich schenkst du Shiva deine künstliche, im Lauf deiner Prüfungen besiegte Angst. Du schenkst Shiva deine Energie, die dein irrigiertes Geschlecht während des Tanzes symbolisierte. Du schenkst Shiva das freudige Staunen, das in dir zu entstehen beginnt. Du schenkst Shiva dein Lachen, deinen Tanz, deinen Körper, den das Feuer deines Herzens gereinigt hat. Du schenkst Shiva deine Nacktheit, die ein Symbol für die Nacktheit deines Herzens ist. Für eine Nacktheit in Bezug auf Begriffe, Dogmen, Glaubenssätze. Denn sie sind die Feinde des Erwachens und haben keine Macht mehr über dich. Das Göttliche lässt sich unserem Denken nicht anpassen. Du schenkst Shiva deinen Geist, der schon ruhiger zu werden beginnt. Aber auch deine angeborene, ungeschliffene Intelligenz, die wie ein Rohdiamant noch nicht durch die Hände eines Goldschmiedes gegangen ist. Diese nicht beanspruchte Intelligenz ist der Rohstoff, ist das kraftvolle, fleckenlose Ausgangsmaterial, das den göttlichen Funken in sich trägt. Später mag die Intelligenz durch Bildung, Kultur und den richtigen Schliff brillanter, sprühender erscheinen. Von ihrer ursprünglichen kristallinen Klarheit aber ist ihr nichts geblieben. Schliff und Bildung gleichen sie anderen geschliffenen Steinen an. Und so verliert die Intelligenz ihre Einzigartigkeit. Sie geht auf im gesellschaftlichen Rollenspiel, wo sie immer kleiner, immer unscheinbarer wird, obwohl sie sich der Illusion hingibt, noch zu wachsen. Das wahrhaft Göttliche ist der Rohstoff, weil er im Einklang mit dem Universum steht. Niemand schleift die Sterne. Niemand gestaltet den Verlauf des Flusses. Er fließt von selbst. Der Tantrika ist wie ein Fluss. Er hört nicht auf, im Göttlichen zu fließen. So wenig wie das Göttliche aufhört, in ihm zu fließen. Indem du diese Geschenke überreichst und diese Initiation empfängst, gelangst du zur Erkenntnis deines eigenen göttlichen Wesens und öffnest dich der tantrischen Erfahrung einer Zeit, die nicht mehr verrinnt.
Das Meditieren wird dir leichter fallen. Die Illusion einer zerstückelten Zeit wird dir in ihrer ganzen Absurdität zum Bewusstsein kommen. Und du kostest den Nektar einer ungeteilten Zeit. Die Initiation bedeutet auch den Bruch mit den Mythen der Gesellschaft, in der du lebst. Das knüpft ein festes, unauflösliches Band zu allen Menschen und zu allem, was uns zuvor als unbelebt erschien. Die Initiation befreit uns von Tabus und Vorschriften der Gesellschaft. Nahrung und Sexualität betreffend. Vor allem aber von ihren Vorschriften, die sich auf die Begriffe und das Denken beziehen. Es ist eine Befreiung von Dogmen, von Glaubenssätzen, von Zweifeln und Theorien. Der Tantriker stürzt sich mit Körper und Geist in die Wirklichkeit. Er erklärt nicht, er experimentiert. Er lebt die tantrische Lehre und setzt durch sein Leben die tantrische Bewegung fort. Das ist der Sinn des Wortes Tantra. Kontinuität. Die Kontinuität der tantrischen Erfahrung ist durch den Tantriker gewahrt. Männer und Frauen sind die Glieder einer langen Kette. Sie wagen das Wirkliche. Sie sind nicht mehr den Einschränkungen unterworfen, denen der sozialisierte Mensch ausgesetzt ist. Die Initiation bedeutet auch das Geheimnis, in dem der Tantriker sich bis zu dem Tag verschließen muss, an dem sich sein Herz vollständig geöffnet hat. Erst dann kann er sich als Tantriker betrachten. Und eben darum wirst du, wenn du nicht mehr hier bist, so tun, als wüsstest du nichts, als verstündest du nichts vom shivaitischen Tantrismus. Bevor sich dein Herz nicht vollständig geöffnet hat, wirst du dich an keinem Gespräch über das Thema beteiligen und kein Buch darüber schreiben. Du wirst das Geheimnis deiner Initiation bis zu dem Tag bewahren, an dem die Frucht reif geworden ist. Du wirst im Geheimen praktizieren und keine äußeren Kennzeichen tragen. Keine Symbole wie das Samenkorn des Rudraksa, den shivaitischen Dreizack oder etwas Ähnliches. Wenn andere auf Tantra zu sprechen kommen, korrigiere ihre Irrtümer nicht. Leite sie nicht an. Schicke sie weder zu mir noch zu irgendeinem anderen Meister. Ein künftiger Tantriker muss seinen Meister selbst finden.